Willkommen zurück zu Skyrim Clan Freie Nacht! Ne, Kiesel? Bevor wir mit dem Typen da hinten reden, der schon sehnsüchtig darauf wartet, dass wir sein... Ich habe wirklich Mitleid mit dem Schmetterschild-Clan. Familienangehörige ermordet, der Kriegshammer der Familie gestohlen. Das ist alles wirklich nicht fair. Also, was auch nicht fair ist, dass du mich unterbrichst. Also, wir werden noch nicht mit dem Typen lossegeln, um die Piraten zu vernichten. Wir machen vor einen klitzekleinen Abstecher nach Devastir, denn ich habe so ein klein wenig aus meinem Gedächtnis gestrichen in der letzten Aufnahmesession, dass ich ja noch mit dem Jarl reden muss, um Tane zu werden. Jetzt, wo ich die Albträume verkuscht habe. Holen wir das halt schnell nach. Ja, Kiesel. Holen wir schnell nach. Ach ja, übrigens. Das mit dem Argonia da oben in Nehelas Torheit. Das ist nie passiert. Streicht es aus eurem Gedächtnis. Das ist nie passiert. Das war nicht ernst. Hallo Jarl, mach mich zu deinem Tane. Ich hab die Albträume aus dem... eure Träume verscheucht. Mach mich zu Tane. Die Albträume in Dämmerstern haben aufgehört. Und ihr habt dazu beigetragen, wie ich höre. Ich danke euch. Woher weißt du eigentlich davon, dass ich dazu was beigetragen habe? Riesen sind in Pale ein allgegenwärtiges Problem. Das Kaiserreich wollte immer, dass ich sie in Ruhe lasse. Aber das Kaiserreich ist jetzt nicht hier. Ja. Zieht los und tötet eine dieser Bestien. Das sollte ihnen zu verstehen geben, dass man sich mit Dämmerstern nicht anlegt. Echt, Mann? Na gut, so soll es geschehen. Ich zähle auf euch. Viel Glück mit dem Riesen. Lasst euch nicht zertrampeln. Nö, nö. Schon in Ordnung. Noch weiter weg ging es nicht, ne? Da muss ich auch noch einen Riesen töten. das ist sogar in der Nähe von da. Bin ich da eigentlich los? Na, hier kommen wir sowieso auch bald in der Nähe. Müsste ich eigentlich nicht extra noch da laufen und dann Schuhspitze kann mir eigentlich momentan egal sein. Ich frag mich nur gerade... Wieso zählt der Ort als entdeckt? War ich da schon mal? Ja, können wir das mal um den Riesen? Markieren und von da aus losreiten. Ganz alleine gegen einen Riesen. Naja, vielleicht hat er ja ein paar Mammuts, die ich gegen ihn aufhetzen kann. Mammut, Mammut, Mammut. Das Koronum, oder? Eine Goldader wird ja schon nicht draußen rumliegen. That's what she said. Ja, guck mal, da vorne sind Mammuts. Das ist doch schön. Dich sollte ich aber ein bisschen weiter wegparken, Kiesel. Ein bisschen weiter wegparken. Du kleine Ausgeburt der Hölle. Ins Gesicht getreten. Schreierei. Tierfreundschaft. Tierfreundschaft. Ich sehe zwei wunderschöne Mammuts, die meine Freunde werden möchten. Ja, so schließt man Freundschaften. So, ihr seid jetzt meine Freunde, ob ihr wollt oder nicht. Hallo, Mr. Riese. Oh,
Okay, ich habe nicht wirklich die Mammuts gebraucht. Ja, Sturmmatrona. Ich habe übrigens diesen einen Ring ausgerüstet und ja, kann Sturmmatrona damit beschwören mit meinem wenigen Mana. Ist das nicht schön? Hast du auch eine Kiste? Ja, hast du. Experte. Na, 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 na. Es will nichts. Ah, mit dieser Zentimeterarbeit. Ja, das Spannendste auf der Welt, Schlösser knacken. Zu weit. Geht doch. Hatte nur 500 Versuche gedauert. Und was haben wir hier so schönes drin? Irgendwas mit Flammen stecken. Gut. Leichte Rüstung, 20 Punkte. Habe ich leichte Rüstung verstärken? Ja, oder? Ja, habe ich. So, zurück noch einmal Stern. Mache mich zum Dane. Los, Kiesel, trag mich. Schicken sie wieder voll zum Laufen. Dafür habe ich auch einen Riesen in 0, nichts zerstört. Also hin und wieder darf man sich schon ein bisschen Luxus gönnen. Nur ein Bediensteter von Skull. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausschält. Ja! Der Riese ist tot, mach mich zum Tane. Ihr habt diesen Monstern gezeigt, dass sie in Pale nicht länger geduldet werden. Gute Arbeit! Ja! Hier, eine Belohnung eures Jarl. Braucht ihr sonst noch irgendwas? Vielleicht ein Tane? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ja, zum Beispiel, wenn ich hier aussehe, was ich stehle. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Ach, keine Sorge. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Tu ich doch immer. Viel Glück. Ja, so, ich hab deinem Volk geholfen, mach mich zum Tane. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Pale. Glückwunsch. Diese Waffe aus meinem Arsenal soll euch als Zeichen eures Amtes dienen. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Pflege von Pale. Mal gucken wir uns mal dieses Schrottding an. Erhelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Klappe! Ich bin Skalds Huskal. Und schön für dich! Seine Wache im Dämmerstern. Schön für dich. Mein Inventar wurde gerade zugemüllt mit irgendwelchem Schrott. Na, Kiese kann es auch kaum glauben. Was? Zugemülltes Inventar? Wie können sie nur? Wie können sie nur? Ich weiß es doch auch nicht. So. Schiffsdingsfahrt. Ach komm, springen wir von der Brücke. Geht schneller. Und ist stylischer. Schade, dass ich nicht einfach rübersegeln kann. Kann man hier überhaupt von der Brücke... Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Ja. Mit seiner ist das überhaupt tief genug? Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Wenn nicht, sterbe ich jetzt. Obwohl, ich habe ätherische Gestalt! Ätherische Gestalt!
Nur weil Schicken zu faul ist. Komm, ich habe eh noch ein paar Drachenseelen übrig. Die ätherische Gestalt. Falls es nicht zu tief ist. Doch, es wäre tief genug gewesen. Es wäre tief genug gewesen. Aber hey, better safe than sorry. Ne? Ich grüße euch. Ja, ja. Da bist du, Schiff. Das hätte ich doch schon fast übersehen. Tut mir leid. Ihr solltet doch zu Jafets Torheit begleiten, oder? Seid ihr bereit? Immer doch. Los geht's. Alle an Bord. Auf geht's. Wieso kriege ich jetzt einen Atronach-Stein, nur weil ich neuen Atronach vorhin beschworen habe? Sprich mit Adelaisa. Ich werde jetzt mal mit den anderen Leuten sprechen. Ostkaiserlicher Söldner. Vielleicht. Raus damit. Captain! Ich warte. Das sehe ich. Raus damit. Ich hasse dich. Raus damit. Was ist denn sowieso unhöflich? Wo sind wir eigentlich? Mitten in der Einöde. Schlüssel erforderlich. Was soll das? Ja? Warum ist das abgeschlossen? Also, wie lautet der Plan? Nun, wir sind hier. Wir denken nach. Ach, herrje. Einmal mit Profis arbeiten. Haben wir Jaffes Torheit überhaupt erreicht schon? Schwer zu sagen. Das Wetter ist hier alles andere als großartig. Haldin ist bekannt dafür, seine Verstecke mit Magie zu tarnen. Wenn wir uns um ihn kümmern, sollte die Bahn für einen ungehinderten Angriff auf die Insel frei sein. Er tarnt seine Verstecke mit Magie. Gut, dass ich da hinten schon Gebäude gesehen habe. Aber dann kam plötzlich der Nebel und alles änderte sich. Jetzt seh ich's wieder. Also, ist das meine Aufgabe, den Zauberer ausschalten, damit seine Magie verschwindet? Bisher habt ihr euch als hilfreich erwiesen. Diese Tölpel haben zu viel Angst vor Haldin, um einen Finger zu rühren, bevor der Nebel sich gelichtet hat. Wenn ihr der Gesellschaft also einen weiteren Dienst erweisen wollt, könnten wir diese Angelegenheit ein für alle Mal hinter uns bringen. Erledigt Haldin. Wir kümmern uns um den Rest. Deine Männer scheinen ja nicht gerade sehr besonderlich, ne? Hm? Ach, egal. Wie habt ihr eigentlich geparkt? Sag mal, das geht doch gar nicht. Eigentlich müssten wir jetzt ein Leck haben beim Schiff. Dass das Holz noch ganz ist wegen dem Eis, was hier gerammt wurde. Das wundert mich. Ja, ins Ungewisse. Ich sehe schon mal ein Bötchen. Ein Bötchen und eine geheime Höhle, die ich niemals gefunden hätte ohne den Questmarker. Meereshöhle. Meereshöhle. Ich sollte aber erstmal wieder. Horrorflüster. Oh, wen haben wir denn da so Schönes? Schlammkraben oder anderes achtbeiniges Getier? Schlammkraben. Es sind Schlammkrabben. Es sind Schlammkrabben. Wobei. Schlammkrabben, einer der schwächsten Gegner im Spiel überhaupt, dass sie so viel brauchen. Das sagt eigentlich schon recht viel über die Magie der Spieler aus. Sonst ist hier nichts, ne? Nö. Nö, nö, nö. Irgendwie erinnert mich das jetzt hier gerade an die Piratenhöhle aus dem Oblivion DLC. Ich meine, wir sind hier auch bei Piraten. Nur dort war weniger Schnee in Oblivion.